Heute will ich mir mal angucken, was man mit dem Kado alles anstellen kann, wenn es um Motovlogs bzw. Dualvlogs geht. Und wir gucken uns alles an von Aufnehmen in der App, Bluetooth-Kopplung und auch das übliche direkte Abgreifen vom Ton. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es um das Kado Intercom gehen im Einsatz bei Motovlogs, Dualvlogs und so weiter. Und da hänge ich auch schon eine ganze Zeit hinterher. Ich habe ja jetzt hier von Kado mal Geräte gekriegt. In meinem Fall habe ich am Helm PEGTOC Edge dran. Hier habe ich noch ein PEGTOC Neo liegen. Und da war ja auch eine Geschichte, als ich die bekommen habe, habe ich ja schon gesagt, habe ich gleich ein Video gemacht. Da ging es vor allen Dingen um das Koppeln zwischen den Herstellern. Das heißt, Kado ja durch ein Update jetzt so ermöglicht hat, sich auch mit Zehner zu koppeln. Und da hatte ich schon angedeutet, dass Kado auch eine zweite Sache in dieser neuen Firmware, in der neuen App eingebaut hat. Und die finde ich halt auch wirklich richtig gut. Und zwar geht es da gleich mal um die Aufzeichnung vom Intercom sozusagen. Das ist jetzt also hier in der App mit drin. Ich blende die App, glaube ich, dann auch nochmal hier an der Seite entsprechend mit ein. Das heißt, ihr habt jetzt so direkt in die App eingebaut eine Möglichkeit, eure Intercom-Kommunikation bzw. auch eure Stimme einfach nur so aufzuzeichnen über das ganz normale Kado, was ihr in eurem Helm eingebaut habt. Ihr müsst also auch gar nichts weiter machen. Einfach hier in den Einstellungen von eurer App gibt es jetzt hier unten Sprachaufzeichnung. Sobald ihr das aktiviert habt, habt ihr hier diese Option auch gleich im Startbildschirm drin. Und dann müsst ihr einfach nur Sprache aufzeichnen und Aufnahme drücken. Und schon geht das Ganze los. Und damit wir hier auch ein bisschen was zum Hören haben, packe ich mal gerade mich hier rein in den Helm. Und dann seht ihr schon, hier wird entsprechend auch schön der Pegel angezeigt. Das heißt, ihr seht auch wirklich gleich, ob irgendwas ankommt in der Aufzeichnung. Finde ich also schon wirklich eine praktische Geschichte. So, Stopp drücken und schon habt ihr hier euer Recording, was ihr dann runterladen könnt, beziehungsweise von hier wegsenden. Nachteile sind natürlich, ihr müsst jetzt extra nochmal in eurer Aufnahme das Ganze wieder synchronisieren. Außerdem ist es halt so, bei der Aufzeichnung, wie gesagt, es funktioniert auch die Gruppenkommunikation. Das heißt, andere Leute, die im DMC mit drin sind, nehmt ihr hier auch mit auf. Allerdings halt auch nur im DMC. Also beispielsweise der Bridging-Modus, den wir hier einschalten können, um noch ein weiteres Bluetooth-Gerät dazu zu holen, das funktioniert nicht. Das habe ich hier durchprobiert. Sobald ich den Bridging-Modus einschalte, hört die Aufzeichnung auf. Lässt sich auch nicht wieder starten. Die andere Geschichte ist natürlich, dass wenn ihr den Ton hier entsprechend vom Gerät aufzeichnet, dass halt immer unter Umständen irgendwas dazwischen funken kann. Da muss ich jetzt gestehen, habe ich noch keine detaillierten Tests gemacht, inwiefern jetzt da ein Telefonanruf, eine Navi-Ansage und so weiter gegebenenfalls die Aufzeichnung unterbricht, beziehungsweise entsprechend da sogar mit aufgezeichnet wird bei der ganzen Geschichte. Zweites grundsätzliches Problem ist natürlich, wenn es jetzt um normale Motovlogs geht, will man ja gerne eigentlich immer so ein bisschen Motorsound mit dabei haben. Und das ist natürlich hier dann nicht, weil natürlich diese ganze Geräuschunterdrückung und so weiter schlägt hier zu. Das heißt, ihr habt nur eure Stimme da drauf und so gut wie kein Nebengeräusch bei der Geschichte. Das heißt, da müsst ihr unter Umständen dann euch nochmal zusätzlich wiederum noch einen Motorensound dazu holen und den mit aufzeichnen. Generell habe ich da dann auch nochmal so ein bisschen kleine Tipps nebenbei, die gelten also auch dann für die Geschichte mit dem Aufzeichnen über Bluetooth. Und bei mir war es also so, dass ich zum einen hier die Mikrofonempfindlichkeit mal ein ganzes Stück hochgeschraubt habe, zum anderen in den erweiterten Einstellungen auch die intelligente Geräuschunterdrückung abgeschaltet hat. Das funktioniert bei mir einfach besser, muss aber jeder, glaube ich, einfach mal sehen, wie es bei euch dann aussieht mit eurem Helm und wie ihr die Mikrofone angebracht habt und so weiter.
Ich habe jetzt für euch auch noch mal ein Beispiel, hier eine Aufnahme, die ich zum Glück noch gemacht habe, als es noch besseres Wetter war. Da könnt ihr zumindest mal ein bisschen davon sehen, wie es in echt sich dann anhört. Ansonsten muss ich euch leider im Moment die Aufnahmen beim Fahren ein bisschen schuldig bleiben. Aber ich denke mal, das zeigt schon so ein bisschen ein Beispiel, wobei ich da noch nicht meine optimierten Settings jetzt drin habe. Also das geht noch ein Ticken besser. Ich bin auch mal gespannt, was tonmäßig hierbei rauskommt. Habe ich ja jetzt da auch nochmal die Audioaufzeichnung angeworfen hier vom Pado, von der App, die ja jetzt sozusagen die Sachen aus dem Mikrofon bzw. aus dem DMC aufnimmt. Bin ich echt gespannt, wie das so wird. Die zweite Möglichkeit hier, was aufzunehmen entsprechend, ist die direkte Kopplung von dem Gerät mit einer Kamera. Da hat ja sozusagen ja die GoPro mit ihrer Hero 12 Black dann mal so ein bisschen den offiziellen Anfang gemacht, würde ich mal sagen. Es hat zum Teil vorher schon mal geklappt mit Insta360, X2, X3 teilweise, dann irgendwann wieder nicht mehr. GoPro kam dann irgendwann jetzt da um die Ecke und hat gesagt, hier ist jetzt wirklich Kopplung von in Anführungszeichen beliebigen Aufnahmegeräten sozusagen erlaubt. Bei der Osmo Action 3 oder 4 ist das so erstmal nicht möglich. Die hat also nicht die Möglichkeit, per Bluetooth zu koppeln. Dafür unterstützt es halt verschiedene USB-C-Audiogeräte. Und da hatte ich ja auch mal ein Video gemacht. Da kann man sich hier zum Beispiel so einen Empfänger per USB-C anstecken und darüber dann das Gerät koppeln. Das funktioniert also dann auch mit der Osmo Action 3 und Osmo Action 4. Neuester Player in dem Spiel ist jetzt die Ace Pro von Insta360. Da ist es jetzt auch wieder so, dass ihr direkt koppeln könnt. Und da ist es jetzt auch so, dass Insta360 gerade erst eine entsprechende Pressemeldung rausgebracht hat, dass sie jetzt offiziell sozusagen auch Kado, Sena und so weiter unterstützen. Deswegen klappt das hier natürlich mit am besten. Das heißt, jetzt könnt ihr hier sogar die Sprachsteuerbefehle ohne Probleme benutzen. Also das funktioniert ziemlich gut bei der ganzen Geschichte. An der Stelle dann aber halt auch wieder die üblichen Probleme. Das heißt, ihr habt wirklich diese Geräuschunterdrückung auf jeden Fall mit drin. Es ist wirklich nur eure Stimme im Großen und Ganzen. Aber ansonsten funktioniert der Ton eigentlich ziemlich gut. Beispiel von der GoPro habe ich noch in einem getrennten Video. Könnt ihr euch mal gucken, von den zwei anderen jetzt da noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Video von der Osmo Action 3 das mal schon mit einem Kado probiert hatte. Aber ich glaube, da hatte ich keins. Da habe ich nur das Beispiel mit Sena. Ein weiteres Problem, was jetzt in dem Fall dann anliegt, ist zum einen, die Geschichte funktioniert nicht mit Quick Capture. Also bei keinen von den Kameras habe ich es hingekriegt, dass ich sozusagen das Gerät per Bluetooth gekoppelt habe, Audio aufnehmen davon und Quick Capture benutzen konnte. Das war jedes Mal dann so, dass sozusagen die Kamera schon anfängt aufzunehmen, bevor die Verbindung steht, und dann schaltet sie auch nicht mehr um. Ich weiß nicht, ob sich das gegebenenfalls nochmal ändert oder in irgendeiner Form verbessert wird durch Firmware-Updates. Generell ist es ja so, dass jetzt da quasi schon die Intercom-Hersteller dran sind, einen nächsten Schritt zu machen. Die Kameras unterstützen das jetzt quasi, aber hier auf den Intercoms benutzen wir ja immer irgendeinen anderen Modus, um das Ganze zu starten. Ja, wir koppeln das als Handy, wir koppeln das als GPS oder irgendwas, um die Verbindung hinzukriegen. Hier würde jetzt halt wirklich fehlen, in expliziter Modus zu sagen, hier eine Kamera, und dann genau zu sagen, was man an Ton entsprechend dahin schicken will. Und die zweite Geschichte hier beim Koppeln mit den Kameras ist dann, wenn halt das über die Bluetooth-Kopplung passiert, dann könnt ihr keine Intercom-Gespräche mit aufzeichnen. Dann ist es wirklich nur eure eigene Stimme, liegt halt auch wieder an dem Kopplungsmodus quasi, weil warum sollte das Gerät sozusagen an ein Handy oder an ein GPS-Gerät die Intercom-Kommunikation mit hinschicken. Da besteht also noch Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwann mal ändert. Ja, und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, wie gehabt, das Ganze, den Ton direkt abzugreifen.
Und hier bietet das Kado dann einen großen Vorteil für mich, und zwar bei allen von den Geräten, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich zeige es jetzt hier am Beispiel von dem Anschluss vom PEGTALK Neo, ist aber bei meinem PEGTALK Edge genauso, und zwar, dass die Kopfhörer halt wirklich mit einem normalen 3,5 Zoll Klinke-Anschluss angeschlossen sind. Kopfhörer haben entsprechend 3,5 mm Klinke-Stecker. Hier an dem Stecker, der ans Gerät geht, ist eine 3,5 mm Klinke-Buchse. Und dadurch müssen wir halt keinerlei zusätzliche Anstalten machen, wie es jetzt beim Sennheiser 50S, 50R ist, um an diesen Klinkenstecker dran zu kommen und den halt vernünftig zu verwenden. Das heißt, das ganze restliche Setup, was ich sonst immer verwende, ich versuche das jetzt mal ein bisschen auf die Seite zu räumen, die übliche Geschichte halt hier, dass wir halt auf der einen Seite einen Splitter haben, mit dem wir den Ton jetzt da in dem Fall hier dann vom Kado abgreifen können, unsere Kopfhörer von Kado wieder anschließen können und zusätzlich den Ton noch einmal abgreifen und dann hier auf der anderen Seite wieder auf eine so ein Aufteiler sozusagen draufgeben, um einmal den Ton vom Kado in dem Fall, zum anderen nochmal den Ton von einem richtigen Mikrofon im Helm zu nehmen und das Ganze auf eine Kamera draufzugeben. Das heißt, diese ganze Geschichte funktioniert halt aus dem Stegreif, ohne größere zusätzliche Hürden und so weiter, und funktioniert soweit natürlich mit am besten aus meiner Sicht. Ja, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit meinem Video. Ich hoffe, für euch waren jetzt wieder relevante Informationen dabei, um zu sagen, hier, inwieweit könnt ihr das Kado benutzen, um es in euer Motovlog-Setup mit einzubauen. Ich finde die Lösung halt auf jeden Fall mit der Aufzeichnung in der App grandios, auch wenn es qualitativ nicht das Allerbeste ist, aber nichtsdestotrotz einfacher könnt ihr das Ganze einfach nicht kriegen im Moment. Und das ohne jegliches Kabelgebimsel. Und ihr seht ja, trotz alledem, die in Anführungszeichen Profilösung hier mit dem direkten Abgreifen könnt ihr auch hier immer noch machen und sogar relativ einfach machen. Ja, ich hoffe mal, es hat euch ein bisschen was geholfen. Und damit bleibt mir wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.